Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Aktienmärkte sind zurzeit sehr volatil und durch politische Unsicherheiten geprägt. Als Stichwort seien hier der Brexit oder der Handelsstreit zwischen USA, China und Europa genannt. Aus diesem Grunde sind viele Privatanleger zurzeit sehr stark verunsichert und haben sich von ihren Aktien getrennt. Und im gleichen Atemzug sehen wir eine interessante Gegenbewegung, nämlich die Tatsache, dass die Insider verstärkt einkaufen. Insider, das sind Vorstände und Aufsichtsräte von börsennotierten Unternehmen, die also ganz nah an der Ertragskraft und der Substanz der Unternehmen sitzen. Diese müssen ihre Geschäfte anzeigen. Und im Rahmen unseres Researches ist dies ein wichtiger Kernpunkt der Bewertung zu den Märkten. Und man kann hier wunderschön erkennen, hier der Kursverfall des deutschen Aktienindex, hier die letzten Monate oder das letzte Jahr über ca. 20% minus und im Gegenzug hier die obere Linie, die Anzahl und Umfang der Insiderkäufe, die ist nicht nur gleich geblieben, sondern die ist gestiegen und befindet sich momentan auf einem historisch hohen Niveau und das spiegelt genau wider, dass die Schnäppchenkäufer zurzeit am Markt sind und genau diese zurückgekommenen Kurse nutzen. Warum kaufen diese? Ganz einfach. Einer der Werte oder Begründung ist, dass die Bewertung der Aktienmärkte sehr günstig ist. Wir befinden uns also nicht im Hoch, wir befinden uns auch nicht im Durchschnitt. Nein, wir befinden uns in etwa 20 bis 30% unter dem durchschnittlichen Bewertungsniveau deutscher Aktien und das ist einfach günstig. Oder ein anderer Grund ist die nach wie vor anhaltenden Nullzinsen, die auch noch länger laut Europäischer Zentralbank so bleiben werden. Denn das Zinsniveau ist nicht nur bei Null, sondern hier abgebildet nach Jahren die Verzinsung deutscher Staatsanleihen. Und hier kann man erkennen, dass wir inklusive des 7. Jahres im negativen Zinsbereich sind bis minus 0,6. Und erst ab dem 8. Jahr beginnt es leicht ins Positive zu drehen. Und die Rendite für 10-jährige Staatsanleihen ist geradezu bei minimalen 0,7%. Nicht wirklich eine attraktive Verzinsung für einen 10-jährigen Zeitraum. Und neben diesen Gründen gibt es natürlich auch zahlreiche andere, die man auch über die Medien richtig wahrnehmen sollte und sich nicht von den Journalisten in eine Finte treiben lassen sollte. Hier am Beispiel Chinas. Zurzeit wird gerade diskutiert, dass das Wirtschaftswachstum Chinas ja etwas zurückgekommen ist und nur noch um die 6% beträgt. Ja, es ist richtig, dass die aktuellen 6% weniger sind als wie noch die 10% im Jahr 2008. Aber Journalisten sind nun mal keine Mathematiker. Natürlich ist 6% weniger wie 8%, aber das ist eben eine prozentuale, eine relative Betrachtung. Dreht man das um, wie es unser Mitarbeiter des Investmentkomitees Dirk Eberhardinger die letzten Tage getan hat, nämlich betrachtet man die prozentuale Steigerung einmal in die nominale, dann stellt man fest, dass die Wirtschaftsleistung Chinas Jahr für Jahr eminent gewachsen ist und wir im Jahr 2008 gerade mal 4,6 Billionen Wirtschaftsleistung hatten und haben wir im letzten Jahr 14 Billionen gehabt. Also das ist eine exorbitante Steigerung nach oben und selbst der Zuwachs von 17 nach 18 beträgt fast so viel wie die gesamte Jahresleistung im Jahr 2008. Da sieht man die Fehlinformationen auch über die Medien, denn das sind substanzielle Fakten und nicht irgendwelche Headlines, die aufreißerisch sein sollen. Sie wissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind ein grundsätzlich positives Institut gegenüber der Aktienanlage. Aber wir haben natürlich in unserem Risikomanagement auch Risiken lokalisiert, die wir permanent beobachten und die uns viel mehr Sorge bereiten als wie ein Brexit oder eben ein aktueller Handelsstreit. Zum Beispiel hier die Staatsverschuldung der USA. Diese ist im Jahr 2008 von 73% hochgeschossen auf jetzt 108%. Ein gewaltiger Anstieg der Staatsverschuldung. Und ein Ende ist auch hier durch die Ausgabenpolitik Donald Trumps und seine Steuerreform derzeit nicht in Sicht. Keine Konsolidierung. Wir sind nicht wieder zurückgekommen auf das Niveau vor der Finanzkrise. Nein, wir sind heute, sage und schreibe, 35% höher wie noch davor. Aber nicht nur in den USA,
sondern auch in Europa haben wir genau diese Problematik gesehen. Auch hier gehen die Staatsverschuldungen in fast allen Ländern exorbitant nach oben. Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, Frankreich. Das einzige Land, das von diesen Zeiten zurzeit extrem profitiert, ist Deutschland. Hier ist das einzige Land, wo wirklich die Staatsverschuldung prozentual zurückgegangen ist. Das ist aber nur der Tropfen auf den heißen Stein. Und genau aus diesen übergeordneten Risikofaktoren ist es notwendig, die Strategie tatsächlich anzupassen und den Veränderungen gerecht zu werden. Denn betrachtet man die Allokation der verschiedenen Anlagemöglichkeiten, dann muss man durchaus diversifizieren. Und gerade zu den Staatsschulden ist festzustellen, dass von 193 Staaten, die es weltweit gibt, gerade einmal 5 Länder nur noch schuldenfrei sind. Schuldenfreiheit ist Unabhängigkeit und Stabilität. Welche 5 sind das? Zum Beispiel die britischen Jungferninseln, Brunei, Macau, Palau. Alles Länder, die doch relativ weit entfernt sind. Aber es gibt auch in der Nähe einen Standort, der schuldenfreie Investitionen zulässt. Und das ist Liechtenstein im Herzen von Europa. Auch hier sollte man darüber nachdenken, bei bestimmten Vermögen nicht nur die Strategie nach Aktien, Immobilien und Ähnliches auszuwählen, sondern auch die Streuung der Anlagen auf Länderallokationsweise zu sehen, nach Rechtssystemen, die vielleicht nicht von den Staatsschulden letztendlich getrieben sind und an die Vermögen der Sparer eben heranmöchten. Diversifizierung ist also auch hier ein wichtiges Thema, um Risiken im Portfolio zu reduzieren. Mit dieser Strategie und einem täglichen Risikomanagement können auch Sie es handhaben wie ich, denn wir vertrauen in unserem Institut auf klare Werte. Tun Sie es auch, dann ist uns nicht bange vor der Zukunft, sei es im Aktienbereich, Immobilienbereich oder für die Verwaltung unseres gesamten Vermögens. In diesem Sinne darf ich Ihnen eine gute Woche wünschen, Ihr Andreas Glogger.